Das Leben von Luna Lovegood. Das und mehr jetzt in diesem Video. Luna Lovegood ist eine der interessantesten Persönlichkeiten und einer der außergewöhnlichsten Charaktere der Harry Potter Saga. Sie ist klug, mutig und ohne sie würden die Harry Potter Filme und Bücher nicht dieselben sein. Im heutigen Video werden wir auf ihre Lebensgeschichte und ihre Person eingehen. Luna wurde am 13. Februar im Jahr 1981 als einziges Kind von Xenophilius und Pandora Lovegood geboren. Schon als Kind fiel Luna durch ihre merkwürdigen Ansichten und Verhaltensweisen auf. Sie glaubte an Wesen wie Nagel und andere Wesen, von denen sie glaubte, dass sie um sie herum existierten. Dies machte es ihr schwer, Freunde zu finden, und sie wurde oft von anderen Kindern gehänselt. Doch Luna war keineswegs traurig darüber. Sie war glücklich in ihrer eigenen Welt und ihrem Glauben an das Unbekannte. Im Alter von 9 Jahren starb Lunas Mutter bei einem Zauberunfall. Dies hatte einen großen Einfluss auf Luna, die nun noch mehr in ihre Fantasiewelt flüchtete, um der Trauer zu entkommen. Ihr Vater, Herausgeber des Magazins Der Klitterer, arbeitete viel und hatte wenig Zeit für seine Tochter. Dies führte dazu, dass Luna oft alleine war und sich in ihrer eigenen Welt verlor. Mit ihren hüftlangen, zerzausten, aschblonden Haaren und ihren entrückt blickenden Glubschaugen vermittelt Luna einen Eindruck, der selbst in der Zaubererwelt als unnormal und verrückt bewertet wird. Luna trägt zusätzlich zu ihrem Verhalten auch noch ihren einzigartigen, eigenartigen Schmuck, wie in etwa eine Halskette aus Butterbierkorken oder Radieschen als Ohranhänger. Ihren Zauberstab steckt sie sich immer hinters Ohr, um ihn griffbereit zu haben. Sie glaubte an die Existenz solcher Wesen wie schrumpfhörnige Schnarchkackler, die in der magischen Welt unbekannt sind und als Aberglaube gelten. Mit ihrer verträumten Stimme erklärt sie die Tagesereignisse oder die Machenschaften des Zaubereiministeriums als Folge unergründlicher Verschwörungen. So ist sie zum Beispiel davon überzeugt, dass der Zaubereiminister Fudge eine Privatarmee aus Heliopathen unterhalte. Kommen wir nun einmal zu Lunas Eigenschaften. Sie ist exzentrisch. Luna ist sehr unkonventionell und hat eine einzigartige Persönlichkeit. Sie hat oft ungewöhnliche Ansichten und Interessen, die von anderen als merkwürdig empfunden werden können. Sie trägt gerne bunte Kleidung, hat eine Vorliebe für Haarschmuck und eine spezielle Brille. Sie ist aber auch sehr intelligent. Obwohl Luna manchmal als naiv oder seltsam angesehen wird, ist sie in Wirklichkeit sehr klug und hat ein tiefes Verständnis für die Magie und magische Kreaturen. Luna ist auch sehr scharfsinnig und in der Lage, Muster und Zusammenhänge zu erkennen, die anderen möglicherweise entgehen würden. Luna ist sehr freundlich. Sie ist eine nette und freundliche Person. Sie ist bereit, anderen zu helfen, wenn sie kann, und versucht immer, das Beste in anderen zu sehen. Ihre Freunde schätzen ihre ruhige und nachdenkliche Art. Außerdem ist Luna sehr mutig. Obwohl Luna manchmal als ängstlich angesehen wird, ist sie tatsächlich sehr mutig und bereit, für das einzustehen, was sie für das Richtige hält. Sie hat mehrmals bewiesen, dass sie furchtlos sein kann, insbesondere als sie und ihre Freunde in den letzten beiden Büchern der Harry Potter-Reihe gegen die Todesser kämpften. Sie ist sehr spirituell. Luna hat eine tief verwurzelte Spiritualität und glaubt an Dinge wie Karma und Reinkarnation. Sie ist auch sehr offen für die Idee von magischen Kreaturen und Geistern. Insgesamt ist Luna eine sehr faszinierende und einzigartige Person, die sich von anderen in der magischen Gemeinschaft unterscheidet. Ihre ungewöhnlichen Eigenschaften und Überzeugungen machen sie zu einem der interessantesten und inspirierendsten Charaktere in der Harry Potter-Geschichte. Und auch sie besuchte, als es für sie soweit war, die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Als Luna in Hogwarts eingeschult wurde, wurde sie ins Haus Ravenclaw einsortiert. Der sprechende Hut hat sie zwar dem Hause Ravenclaw zugeteilt, aber sie ist auch innerhalb ihres Hauses eine Außenseiterin gewesen. Obwohl sie von vielen anderen Schülern als seltsam angesehen wurde, fand sie schnell Freunde in Harry Potter, Ronald Weasley und Hermine Granger. Die vier verband eine gemeinsame Erfahrung. Sie alle hatten Kämpfe mit Lord Voldemort und seinen Anhängern überlebt. Luna war eine wichtige Unterstützung für die Gruppe, da sie eine einzigartige Sichtweise auf die Welt hatte und ihnen half, Dinge aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen. Luna war eine sehr talentierte Hexe und entwickelte während ihrer Schulzeit viele Fähigkeiten. Sie war eine begnadete Fliegerin und konnte auf dem Besen fliegen wie kaum eine andere.
Außerdem beherrschte sie die Kunst der Legilimentik und konnte damit Gedanken lesen. Als Harry und seine Freunde die Heiligtümer des Todes suchten, schloss Luna sich ihnen an. Sie glaubte an die Legende der Heiligtümer und wollte Harry und seinen Freunden helfen, sie zu finden. Während der Suche gerieten sie in viele gefährliche Situationen, aber Luna blieb tapfer und optimistisch. Während ihrer Zeit in Hogwarts erlebte Luna viele Abenteuer und wurde bekannt für ihre unkonventionelle Persönlichkeit und ihre einzigartigen Fähigkeiten. Sie war besonders gut im Erkennen von Verkleidungen und Tarnungen und hatte ein besonderes Talent für das Erkennen von Geistern und anderen magischen Wesen. Sie half den anderen, wenn sie konnte, und brachte eine positive Energie in die Gruppe. Nachdem Voldemort besiegt worden war, kehrte Luna in ihr Elternhaus zurück. Sie besuchte Hogwarts nicht mehr und verbrachte ihre Zeit damit, Artikel für den Klitterer zu schreiben und ihre Forschung über magische Wesen fortzusetzen. Sie blieb aber trotzdem mit Harry, Ron und Hermine in Kontakt und half ihnen, wo sie konnte. Eine Sache, die ich persönlich an dem Charakter von Luna sehr doll respektiere, ist folgende. Luna lügt nie und spricht auch unangenehme Wahrheiten aus, denn trotz ihrer verträumten Art ist sie sehr intelligent. Als Luna schließlich erwachsen wurde, wurde sie zu einer der führenden Expertinnen für magische Wesen und veröffentlichte viele Artikel und Bücher über das Thema. Sie heiratete schließlich einen Mann namens Rolf Scamander, den Enkel des berühmten Magizoologen Newt Scamander. Gemeinsam reisten sie um die Welt, um neue magische Wesen zu entdecken und zu studieren. Luna und Rolf hatten zwei Kinder und führten ein glückliches Leben, aber Lunas Leben sollte nicht immer so glücklich sein. Während des Zweiten Zaubererkrieges wurde ihr Vater von Voldemort und seinen Anhängern entführt, weil er Informationen über den Aufenthaltsort von Harry Potter preisgeben sollte. Luna und ihre Freunde halfen bei der Rettung von Xenophilius, aber dieser Vorfall hatte eine tiefe Wirkung auf Luna. Sie erkannte, dass ihre eigene Unabhängigkeit und Freiheit von denen abhing, die sie liebte, und dass sie bereit war, alles zu tun, um sie zu schützen. Nach dem Krieg kämpfte Luna weiter gegen die Unterdrückung von Muggelgeborenen und anderen Minderheiten an. Luna war eine wichtige Stimme in der Harry Potter Saga und brachte ihre Sichtweise und Optimismus immer mit. Luna musste jedoch auch schwierige Entscheidungen treffen. Luna entschied sich für den Widerstand zu kämpfen und ihr Leben zu riskieren, um für das einzustehen, was sie für das Richtige hielt. Diese Entscheidung hatte jedoch Konsequenzen, als Rolf und ihre Kinder in Gefahr gerieten und Luna gezwungen war, sie zu schützen. Lunas Charakterentwicklung war jedoch nicht nur von Konflikten und schwierigen Entscheidungen geprägt. Sie entwickelte auch eine enge Freundschaft mit Neville Longbottom, einem anderen Schüler aus Hogwarts, der ebenfalls von anderen Schülern gehänselt wurde. Luna und Neville fanden Trost in der Gesellschaft des anderen und halfen sich gegenseitig, ihre Ängste zu überwinden. Sie arbeiteten auch zusammen, um die Schwachstellen von Voldemort und seinen Anhängern zu finden und auszunutzen. Kommen wir nun einmal zu Lunas Berufung. Nach dem Abschluss der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei hatte Luna Lovegood keine klare Berufung, jedenfalls noch nicht. In einem Interview mit dem Klitterer gestand sie, dass sie immer noch unsicher war, was sie mit ihrem Leben anfangen sollte. Luna hatte jedoch immer eine Leidenschaft für magische Kreaturen und glaubte, dass es ihre Bestimmung war, ihnen zu helfen und sie zu schützen. Nach der Niederlage von Lord Voldemort und dem Ende des Zweiten Zaubererkrieges schlug Harry Potter Luna vor, dass sie eine Karriere im Magizologie-Department des Zaubereiministeriums in Betracht ziehen könnte. Kommen wir nun zu ihrem Ehemann und ihren Kindern. Luna Lovegood heiratete, wie schon erwähnt, Rolf Scamander, den Enkel des berühmten Magizologen Newt Scamander. Rolf und Luna hatten eine gemeinsame Leidenschaft für magische Kreaturen und teilten viele Abenteuer bei der Suche nach seltenen und gefährdeten Arten auf der ganzen Welt. Sie bekamen zwei Kinder, zwei Söhne, Lawson und Lysander. Lawson und Lysander waren in Hogwarts Schüler im selben Jahrgang wie James Sirius Potter, Albus Severus Potter und Lily Luna Potter, den Kindern von Harry Potter und Ginny Weasley. In ihrer Schulzeit waren sie gute Freunde und teilten das Interesse an magischen Kreaturen ihrer Mutter. Es ist nicht viel über das Leben von Luna und Rolf nach dem Zweiten Zaubererkrieg bekannt, aber es ist anzunehmen, dass sie weiterhin in der Magizologie tätig waren und ihre Kinder bei ihren Abenteuern mitnahmen. Wie auch ihre Mutter engagierten sich Lawson und Lysander für den Schutz der magischen Kreaturen und unterstützten die Arbeit ihrer Eltern. Im Laufe ihres Lebens wurde Luna zu einer wichtigen Persönlichkeit in der magischen Welt. Sie war eine Expertin für magische Wesen, eine Kämpferin für Freiheit und Gleichheit und eine Freundin für viele.
Sie wurde von ihren Freunden und Bewunderern gleichermaßen geschätzt und respektiert. Lunas Geschichte ist eine Geschichte von Mut, Freundschaft, Liebe und Optimismus. Sie war eine Person, die ihren eigenen Weg ging und ihre Überzeugungen hochhielt, auch wenn dies schwierig war. Ihre Sichtweise auf die Welt war einzigartig und half anderen, Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen. Luna Lovegood wird für immer in Erinnerung bleiben als eine der bemerkenswertesten Persönlichkeiten der magischen Welt und ihr Vermächtnis wird noch lange überdauern. Ihre Arbeit als Autorin und Forscherin inspirierte viele junge Zauberer und Hexen, sich für magische Wesen und ihre Rechte einzusetzen. Und so endet die Geschichte von Luna Lovegood, einer Person, die ihre Spuren in der magischen Welt hinterlassen hat und deren Leben und Werk noch lange nach ihrem Tod weiterleben werden. Sie inspiriert uns, für das einzustehen, was wir für richtig halten, auch wenn es schwierig ist. Sie hat uns gezeigt, dass wir die Welt verändern können, wenn wir uns trauen, für das einzustehen, was wir glauben. Auch wenn der Weg dahin steinig ist, sollten wir uns immer dabei selbst treu bleiben. Luna hat uns außerdem gelehrt, wie wichtig Freundschaft und Liebe sind. Durch ihre Freundschaft mit Neville hat sie gezeigt, wie viel Unterstützung und Stärke man durch die Freundschaft mit anderen erhalten kann. Und ihre Beziehung mit Neville hat uns gezeigt, dass Liebe keine Grenzen kennt und dass sie uns die Kraft geben kann, die wir brauchen, um schwierige Herausforderungen zu meistern. Die Geschichte von Luna Lovegood ist also nicht nur eine Geschichte über eine bemerkenswerte Persönlichkeit, sondern auch eine Geschichte über die Kraft der Freundschaft, der Liebe und des Mutes. Und das war es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.